Voraussetzung eigentlich zweierlei. Also eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung ist das Commitment, sei es der Geschäftsführung oder des Firmeninhabers, was absolut zentral ist, weil solange die nicht hinter dem Wandel stehen und im Grunde genommen die Freigabe zum kreativen Arbeiten und auch ein Stück weit die Freigabe zum vorübergehenden Scheitern geben, funktioniert das nicht. Also das muss sozusagen auch ganz authentisch von der Unternehmensführung und Leitung vorgelebt werden. Und es muss deswegen so von oben drauf geguckt, aber von unten letztendlich so bottom-up auch der Wunsch und das Bedürfnis danach bestehen, auch Dinge anders zu machen. Weil auch ansonsten wird es wieder hierarchisch verordnet, ihr müsst anders arbeiten. Und das ist so, wenn sie delegieren und sagen, ihr müsst kreativ sein und so viele Ideen jetzt in der Woche produzieren, das funktioniert nicht, weil da ist dann wieder der Erfolgsdruck viel zu groß. Also sprich, man braucht so Voraussetzungen auf, an beiden Ecken der Unternehmung, von ganz oben und von ganz unten. Und was dann noch hinzukommt, wenn man das dann umsetzt, auch gerade in dem ersten Projekt, dann verlangt es am Ende des Tages sehr viel von der mittleren Ebene ab, weil auf der zweiten Führungsebene verändert es ganz viel. Es stellt gängige Führungsstrukturen, Zuständigkeiten, die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, auch eigentlich Führungsprinzipien und Führungsstile in Frage, weil es setzt ganz stark auf Partizipation. Und wenn Sie auf Partizipation setzen, dann müssen Sie es auch tun. Das heißt, Menschen bei Entscheidungsfindungen zu beteiligen, ihre Teammitglieder, ist anders, als es alleine und nur für sich zu entscheiden und dann andere darüber zu informieren. Was die Zeit anbelangt, ist es so, dass es Zeit braucht. Und das ist auch wichtig für Unternehmen. Es ist manche Unternehmen kommen zu uns und erwarten irgendwie die Magie. So ähnlich wie irgendwie die nächste bunte Kuh der betriebswirtschaftlichen Methodik, Lean und so weiter, wird ganz schnell durchs Unternehmen getrieben. Wir machen für alle Mitarbeiter einen Tag Schulung, dann können die das und dann funktioniert das. Das muss man sich leider für Design Thinking abschminken, weil es halt nicht nur ein Tool ist, ein kleines Tool, sondern halt auch wirklich ganz grundsätzlich fragt, wie geht ihr ran an Innovationsprojekte, wie geht ihr ran ans Arbeiten. Insofern sollte man sich schon Zeit nehmen für ein Projekt, was auch wichtig für die Unternehmung ist, im Sinne von, es betrifft uns, weil es geht zentral um unsere Geschäftsidee. Oder es geht um ein zentrales Personalthema und für so einen Projektzeitraum würde ich immer von mindestens 3 Monaten ausgehen, um sich auch auf die Methodik, auf die verschiedenen Instrumente einzulassen, um sich auch genügend Zeit für Iterationsschleifen, für das Entwickeln von ersten Prototypen zu geben, das Ausprobieren, das Austesten und so weiter, um dann auch Erfolge zu sehen. Also insofern braucht es ein bisschen Zeit, aber auch endlich Zeit. Also es ist sozusagen nicht ein mehrjähriger Prozess, den wir da aufsetzen. Man sollte es auf jeden Fall testen, weil es passt nicht zu jedem Unternehmen. Es passt auch nicht zu jedem Management-Team. Und es ist so wie mit allen anderen Methoden auch, wenn sie nicht zu einem passen, dann helfen sie einem auch nicht. Und insofern auch einige Design-Thinking-Initiativen und Unternehmen gesehen, die daran gescheitert sind, weil die kulturelle Passfähigkeit nicht gegeben war. Man kann es als Unternehmen, denke ich, sehr gut für sich testen, indem man mal sich halt nicht ein 3-Monats-, sondern ein 3-Tages-Projekt verordnet und auch durchführt, um wirklich zu sehen, wie funktioniert das, resoniert das mit mir, kann ich mich in diese Prozesslogik, in diese sehr starke Kundenorientierung, die ganz anders ausgelebt wird im Design Thinking und gestaltet wird, in diese, wir versuchen schnell Ideen auch in Prototypen umzusetzen und zu testen, auch reinfinden. Also deswegen denke ich, sind kleinere Workshop-Formate, kürzere Workshop-Formate an einer Fragestellung, die uns alle betrifft, Kommunikation untereinander, wie können wir die Teamkultur verbessern, solche Fragen sind sehr gut geeignet, um das mal für sich auszuprobieren. Und man sollte es ausprobieren, weil wir haben ja letztendlich auch den Gedanken, dass probier es aus, iteriere und das wäre für mich oder ist für mich diese erste Iteration. Test es aus, 3 Tage, funktioniert es für dich oder nicht. Das ist eine gute Frage. Zum einen braucht es auch für sozusagen dann virtuelle Teams letztendlich beides. Also sie brauchen auf jeden Fall einen gut funktionierenden virtuellen Raum. Da gibt es einige Lösungen, aber viele scheitern auch daran, weil Kollaborationsplattformen nicht so gut gestaltet sind. Und deswegen ist es, denke ich, auch immer wichtig, sozusagen auch da für virtuelle Teams
physische Räume zu haben. Und sei es, dass man einfach sich regelmäßig in seinem Projekt, das in einem virtuellen Team läuft, regelmäßig trifft, nicht nur zum Kickoff, sondern auch nochmal zur Besprechung der ersten Zwischenergebnisse. Und auch da, also ich genauso wieder sagt, nicht nur das eine zählt, alles ist virtuell, nichts mehr ist materiell und physisch, sondern sagt auch da, was sind die geeigneten physischen Komponenten, die materiellen Orte, Treffpunkte, Zeiten auch, die man braucht, um dann wieder gut virtuell arbeiten zu können. Die erste Maker Faire war 2005 in Kalifornien. Das heißt, es kommt aus demselben Stall wie dieses Make Magazine. Das heißt, das war mal eine Ausgründung vom O'Reilly Verlag in Amerika, weil sie da die Idee hatten, guck mal, das ist doch ein Thema, da könnte man drauf gehen, nicht nur Computern, sondern auch wieder Physical Computing hieß es denn ja, also ein bisschen mehr was machen mit Hardware und so. Und von da hat sich das halt so in Amerika und dann auch in verschiedenen anderen Orten in der Welt so ein bisschen entwickelt. Und seit 4 Jahren machen wir das halt in Deutschland. Maker-Kultur ist eigentlich sehr viel dieser ganze Selbermachbereich bei uns im Heft und ich glaube auch in Orten wie in diesem Fab Lab ist es immer so, dass mit der Technik, sprich man hat digitale Tools, man arbeitet natürlich immer noch am Computer, aber man nutzt den eher zum Entwerfen, hat den Geräte, die einem da bei der Ausführung helfen. Das sind also nicht mehr nur die Werkzeuge, die man früher hatte, die gibt es natürlich immer noch, sind aber sehr viele digitale Werkzeuge, wie halt der 3D-Drucker, das heißt, ich gestalte am Computer und der 3D-Drucker erzeugt mir denn in Kunststoff oder anderen Materialien in 3D zum Anfassen das, was ich designt habe. Das sind andere Geräte, die es schon früher gab, Fräsen, Lasercutter funktioniert so ähnlich, halt nur mit dem Laser, das heißt, aus Kunststoff, Metall, Holz kann ich hier Teile aussägen und bauen. Und das ist so die Maker-Kultur, glaube ich, in einem engeren Sinne. Im Deutschen hat man ja oft von diesen Heimwerkern gesprochen. Die verstehen sich da, glaube ich, noch nicht so als Teil davon, obwohl es irgendwie eigentlich auch dazugehört. Dann gibt es diesen ganzen Handarbeits-Crafting-Bereich, also da, wo es eher um Stoffe geht und so. Wir sind hier tatsächlich im Raum, wo auch gebügelt und genäht wird. So. Ich würde das halt schon dazu fassen. Wir sehen halt, dass auf diesen Maker-Fairs tatsächlich diese gesamte Bandbreite da ist. Im Internet und im Heft und was die Leute so enger drunter verstehen, das sind dann doch eher so junge Leute, die an diese ganzen digitalen Technikmöglichkeiten denken. Für mich sollte das aber eigentlich noch mehr umfassen. Ich glaube, für viele Leute fängt das als Hobby an und dann treffen sie andere Leute und dann ergibt sich natürlich die Idee, das ist ja toll, warum gibt es das denn nicht als Produkt? Also ich glaube, gerade hinter diesen ganzen sehr vielen Startups oder was jetzt im Bereich Crowdfunding passiert, da passiert einfach sehr viel, was denn von der privaten Idee und dann sagt man, okay, ich brauche ein Team und ich brauche irgendwie auch die Möglichkeiten, das zu bauen. Das passiert dann zum Beispiel hier im Fab Lab und dann kommt da immer eine Firma bei raus. Für andere Leute ist es aber, glaube ich, bleibt es auch einfach das Hobby oder sie finden es so ein bisschen wieder. Also auf der Maker Faire erlebe ich halt Leute, die eigentlich einen technischen Hintergrund haben, dann aber irgendwie über die Jahre so ein bisschen zum Schreibtischmensch geworden sind, die feststellen, richtig, das hat mich doch früher mal fasziniert. Und dann feststellen, es gibt halt neue Geräte, neue Ansätze. Es wird einem ja auch viel einfacher gemacht als noch vor 10, 20 Jahren, weil einerseits es die ganze Information gibt, was kann ich machen damit? Andererseits gibt es natürlich viel mehr, ich sag mal, Baukästen, viel mehr Sachen, aus denen man sich bedienen kann und relativ einfach dann auch zu Prototypen kommt, egal ob das jetzt tatsächlich für einen Hintergrund ist, der deine Firma ist oder sozusagen für den eigenen individuellen Spaß tatsächlich auch an der Sache. Ich glaube auf jeden Fall, dass es einen Markt dafür gibt, dass man das auch irgendwie verkaufen kann, dass man dieses schöne neue Selbermachen so weit runterbrechen kann, bis es wieder so eine Warenform hat, dass man es den Leuten dann einfach als Individualisierung verkaufen kann. Und ich glaube auch, dass das passieren wird und schon passiert. Aber ich glaube, dieser Wunsch tatsächlich selber was zu machen, geht halt nie so ganz weg. Ne? Also da wachsen halt immer neue Generationen nach. Wir merken es auch gerade hier, es sind ganz viele Kinder da. Das heißt, ich glaube, das ist noch im Wachstum alles, wie sagt man, im Wachstum begriffen. Und daher wird da noch alles möglich sein. Ich glaube halt nicht, dass es jetzt gleich wieder umkippt und dann halt nur so eine schöne Idee war, die dann übrig bleibt als, weiß ich nicht, große Auswahl bei individuellen Kaufoptionen. Und innerhalb von Crowdfunding, also Crowdfunding leitet sich ab von dem Wort Crowdsourcing, also der Auslagerung von Tätigkeiten, Wissen, Know-how und anderen Dingen sozusagen an eine anonyme oder auch nicht anonyme Menschenmenge. Und beim Crowdfunding wird das noch über
wird das noch um den finanziellen Aspekt erweitert. Und da gibt es verschiedene Formen von Crowdfunding. So im Internationalen unterscheidet man zwischen vier Arten. Im deutschsprachigen Raum trennt man das so gerne in zwei Arten, nämlich Crowdfunding und Crowdinvesting. Wobei beim Crowdinvesting geht es immer sozusagen, da ist der Return, also das, was ich zurückbekomme, finanzieller Natur. Und beim Crowdfunding, wenn man so will, ist es was Ideelles, Materielles. Man unterstützt auch aus anderen Gründen. Man will einfach ein Projekt realisiert haben oder sehen. Gerade in diesem Crowdfunding-Bereich gibt es dann auch Gegenleistungen, die sind dann eben Produkte oder Dienstleistungen oder auch nur Dankeschöns, Namensnennungen und Co. Und beim Crowdinvesting geht es doch sehr oft um Rendite und um Zinsen und solche Dinge, dass man quasi, oder Gewinnbeteiligungen. Und im Grunde, also wenn man so will, ist es vor allem, also im Crowdfunding bewegen sich vor allem kreativwirtschaftliche Unternehmen, Künstler, aber auch Sozialvereine, NGOs, NPOs, aber vermehrt auch im internationalen Raum, aber auch im deutschsprachigen Raum Startups, die Produkte vorverkaufen. Und im Crowdinvesting, da, wenn man dann noch unterscheidet, da gibt es auch sozusagen ein Darlehensmodell und ein Beteiligungsmodell. Und momentan ist eben dieses Darlehensmodell sehr, sehr präsent, sage ich jetzt mal. Und auch da sind es meistens Startups, aber es wird immer mehr, werden das auch KMUs, kleine Betriebe, beziehungsweise bestehende Betriebe, größere Betriebe auch zum Teil, die sich Innovationen, wenn man so will, oder neue Produkte, neue Services über die Crowd finanzieren lassen. Also mittlerweile gibt es schon sehr viele Crowdfunding-Projekte, die auch erfolgreich finanziert worden sind, und das sind ganz unterschiedliche Unternehmungen vom Filmprojekt. Also vorrangig sind es da Dokumentarfilme, zum Beispiel Augenhöhe, ein Dokumentarfilm über neue Zugänge zur Arbeitswelt, sage ich jetzt mal, und wie verhalten sich Firmen und auch Firmenbosse und auch Teams in Firmen in der heutigen Zeit, oder wie kann man sich verhalten? Wie kann man Arbeit neu denken, aber auch sehr viele andere Dokumentarfilme und auch Fiction, also auch Spielfilme, werden zum Teil mittlerweile über Crowdfunding finanziert. Also nicht vollständig. Also wenn man so will, gibt es da dann schon auch noch ein bisschen Rückhalt von den traditionellen Fördersystemen im deutschsprachigen Raum. Die sind ja in Österreich und Deutschland relativ gut auch ausgebaut. Aber immer mehr auch unabhängige Filmemacher, aber auch etablierte richten sich da an die Crowd, weil eben das schöne Nebeneffekte wie Marketing und Co. hat. Dann gibt es natürlich aber auch sehr viele Unternehmen, die ihre Startups eben etablieren wollen und sich eben auch, weil Crowdfunding immer sehr viel mit Kommunikation zu tun hat und im Idealfall eben auf Augenhöhe, die sich über Crowdfunding dann an die neuen Kunden oder an die potenziellen Kunden richten und dann so das Produkt wachsen lassen und auf den Markt bringen, zum Beispiel auch im App-Bereich. Ein Beispiel ist hier BeCared, eine Notruflösung für Seniorinnen, ältere Menschen, die hier über Smartphones sozusagen einen Zugang bekommen. Dann gibt es natürlich auch sehr viele Projekte aus dem sozialen Umfeld, Social Entrepreneurship, aber auch klassisch NGOs, NPOs, die sich konkrete Projekte, also im Gegensatz jetzt zum klassischen Fundraising oder Spendensammeln, geht es da schon sehr oft eben um was Konkretes, also ein konkretes kleines oder auch größeres Projekt, das in einer gewissen Zeit Geld sammelt, auch eine vordefinierte Zielsumme hat und so weiter. Also da gibt es schon sehr viele Beispiele, und so die momentanen Trends im Crowdfunding, wenn man so will, sind alternative grüne Energie, Photovoltaik und Co. bis hin zu wirklich Welt- oder revolutionären Ideen, wie kann man die Meere säubern, vom Plastikmüll entfernen. Also auch das war und ist ein Crowdfunding-Projekt. Und dann auch noch so ein Highlight momentan ist Immobilien und
Tourismus, Crowdfunding, Crowdinvesting, da geht es dann halt schon sehr, also das entfernt sich schon vielleicht ein bisschen mehr von der ursprünglichen Idee und geht dann schon hin in Rendite, aber immerhin noch auch mit, geht es darum, eben auch diese Bedürfnisse, die vielleicht Hotelbesucher oder Leute auf Urlaub haben, im Vorfeld schon ein bisschen zu erfragen und eben auch noch mit einer schönen Rendite irgendwie zu versehen und dann noch mit einem Hotelgutschein, also da werden dann auch die verschiedenen Arten kombiniert. Also das Spektrum ist relativ groß und es gibt kaum eine Branche oder ein Themenbereich, wo es noch nicht eine eigene Crowdfunding-Nischenplattform dazu gäbe oder also Crowdfunding in der Wissenschaft, Crowdfunding im Journalismus, Crowdfunding im Sport, alles das ist irgendwie schon da, also es ist schon relativ breit gefächert.